So, da sind wir auch schon wieder live. Typisch Montags, wie immer. Admin-Support auf durchrasten. Guck nicht so, Ted Klopski. Ohne Mist, Alter. Mit deinem Skin, ey. Klopschauge. Alles klar. Gut. Gleiche Story wie immer. Hashtag Admin, könnt ihr teilnehmen. Und ja, genau. Das mit dem Nightboard und den Anfragen funktioniert leider nicht so, wie ich mir das vorstelle. Irgendwie finde ich da keinen Taste oder so, dass ich das drücken könnte, so wie beim Stream Deck, genau. Deswegen müssen wir halt erstmal so lieb haben, so wie immer. Gut, ansonsten, wie war euer Start in die Woche? Alles gut gelaufen bei euch? Typisch Montag mal wieder. Macht ja immer so viel Spaß montags. Such ich mal die ersten aus, so, guck mal. So, Marcel, du bist dran. Dann hau mal raus. Also ich bin übrigens auch im Community Talk im Krieg. Das heißt, wenn ihr lieber quatschen wollt, könnt ihr auch einfach da reinkommen, dann gebe ich euch einen Talk Power dafür. Ja. Marcel, dann hau mal raus. Was kann ich für dich tun? Bild hier. Würde gerne Redstone anhaben, okay. Antrag im Forum gestellt, ja oder nein? Heißt du Ingame? Bist du das hier? Für ein Casino, ah ja, okay. Ja, jetzt muss ich ja auch noch deine ganzen Preise, Gewinne überprüfen, du weißt das, ist immer so. Auch wenn ich das schon sehe, ne? 3 zu 4, 1 zu 4, puh. Also schon ganz dünnes Eis, Junge. Warum machst du denn so viel Gewinne? Also, bis hierhin ist ja definitiv Gewinn. Okay. 100%, 100% Gewinnchance, 50%, 33, 25, 20, 20, okay. So, Einsatz ist 5500. Puh. Für? Was kann man denn hier gewinnen? Ich Schalker? Also sehe ich nicht so. Guck doch mal die Gewinnwahrscheinlichkeit. Was kostet eine Schalker? 50.000? 100.000, wenn überhaupt? Das ist nämlich. Du musst die Gewinnwahrscheinlichkeit schon richtig rechnen, weißt du? Dann noch hier Illudra Full Enchant. Das ist gar nichts, kann er nicht lesen, Mann. Oder sein A50k, okay. Drachenkopf. 5k, 4k, 2,5k, 1k. Wenn du jetzt diese Preise hier mal abziehen würdest, so, dann hast du ja schon. Das ist ja eigentlich nicht wirklich viel wert, so, ne? So, ganz schön schwierig. Da müsstest du eigentlich nochmal dein Preis hier nochmal ein bisschen anpassen, so. 2,5k. Weißt du nicht, wie man das berechnet, Marcel? Hast du mal, ich gebe dir mal den Link vom Forum, dann kannst du dir das genau durchrechnen. Rasten.de, dann gehen wir mal kurz ins Forum. Und dann haben wir hier unter, warte, Netzwerkregeln, genau. Such dir das mal eben raus. Müsstest du dir hier einfach nochmal die Regeln durchlesen unter Casino? Dann halt die Gewinnwahrscheinlichkeiten halt richtig einstellen, weißt du? Bei 1 zu 8 wäre es ja den Gewinneinsatz verfünffachen. Das heißt, wenn ich jetzt hier 100 hätte, müsste ich hier mindestens 500 gewinnen. Und du hast ja noch geringer die Gewinnchance. Deswegen muss es ja proportional höher sein, weißt du, wie ich meine? Oh ja, wenn eine 2K Monitor macht. So, ja, wo musst du mir jetzt mal antworten? In-game, tust du es nicht.
Emo, hallo? Rede ich mit mir selber? Oder komm kurz Teamspeak? Einfacher. Brauche ich nicht hier alleine zu reden, so. Bin im TS. Wo denn? Also ich bin im Community Talk Channel. Unter der Eingangshalle. Brauche ich dich nicht suchen, so. Ja, cool, wenn du da User einfach joined your reinkommst. channel. Ach so, ja, hi. Siehst du? Hallo? Genau, ja, also wie gesagt, mit den Gewinnwahrscheinlichkeiten habe ich jetzt keinen Bock, jetzt hier so alles auszurechnen. Da kannst du schon selber machen mit Taschenrechner und so. Ja. Genau. Du musst ja halt deine Preise, die du hast, die Verkaufspreise halt aufschreiben, halt die Summen zusammenrechnen und dann halt deine Gewinnwahrscheinlichkeiten hier auch alles multiplizieren und dann hast du deinen Gewinnchance. Ja. Und dann weißt du, wie viel du da draufschreiben musst. Mach ich. Genau. Das kannst du ja bis gleich nochmal machen, dann sagst du mir nachher nochmal Bescheid, dann. Ja, mach ich. Genau. Weil was anderes macht Tim oder Kai halt bei den Redstone-Anträgen auch nicht. Ja. Deswegen werden ja halt auch so viele Sachen abgelehnt, weil die Gewinnwahrscheinlichkeit halt nicht fair ist, also. Genau. Und du müsstest halt auch irgendwo, obwohl du hast ja draufgeschrieben, wie viel Prozent, genau. Das ist schon mal gut so. Na gut, dann würde ich sagen, hören wir uns gleich nochmal. Ja, bis nachher. Weiß ja, wo ich bin hier. Ja. User Chili, du left bist your dran. channel. Dann hau mal raus, was kann ich für dich tun? Derzeit mache ich schon mal ein bisschen Musik an. Ich hoffe, das klappt hier. Mal Spotify öffnen. Genau. So, Chili, Chili. Wo bist du? Noch nichts geschrieben. Hau mal raus. Am besten, wenn ihr irgendwas ein Anliegen habt, ein größeres Anliegen oder so, schreibt den Text schon mal vorher rein, so. Und dann geht das alles ein bisschen schneller. Genau. Kannst du den nächsten dran nehmen? Warum? Ist auch nicht so wichtig. Muss da kurz was machen, okay. Dann nehme ich dich nachher dran, wenn du nochmal dran gezogen wärst, ne? Dann nehmen wir den nächsten Night Dragon. Dann hau mal raus. Was kann ich für dich tun? User joined your channel. Dein pH verschieben. Normalerweise gibt es dafür ein Item, also das müsstest du dann kaufen. Wo liegt denn das Problem hier so? Dein Plot so User left unförmig, your dass das nicht channel. passt, oder warum? Ist hier, toll. Vorne ist ja gut, oder? Wo willst du dein pH hin haben, also? Meinen zweiten Plot hier. Bei User meinem ersten joined your pH, ja, wo ist denn channel. das Problem da? Ja, warte mal kurz, ich bin gerade im Livestream. Muss hier sowieso mal die Talk Power ändern. Hallo. Wer ist denn da? Ist ja Gunni. Der Gunny. Genau, ich bin ja gerade Admin Live Support so auf Twitch, deswegen nicht wundern. Also. Stell das mal Ja, hoch. Entschuldigung. Kein Problem. Channel edited. So, was, wo. Wo ist das Problem mit dem pH? Verstehe ich nicht. Du hast doch hier eh deinen Eingang. Wo willst du denn den sonst hin haben? User left your channel. Ist doch gut, das pH hier. Oder meinst du, ich will mein pH zu meinen Freunden. Ja, zeig mir mal wo. Wie meinst du das denn? Weg. Vorlaufen. Links, rechts, rum, wohin? Ein pH zu meinen Freunden, ich verstehe das nicht. Ansonsten einfach mal kurz Teamspeak kommen, dann kannst du mir das erklären oder so. Weil so ist ein bisschen doof, verstehe ich nicht. Geht der hin? Ja, und jetzt? Was soll ich, was willst du denn hier? Das Plot ist leer. Hier kann ich kein pH hinmachen.
Sondern das gehen. Oder du willst deinen Plot verschieben hierhin. Willst du deinen Plot verschieben? Ah, ich soll deinen Plot verschieben. Ja, okay. Komm, das könnte ich machen. Per Nightwing. Dann machen wir das. Wenn du gerne hier weg möchtest. Geh mal hin. Einmal kurz Koordinaten. Nord. So. Elf Nightwing. So, wo wolltest du hin haben? Ach, Nord hier hin. Sehr schlau. Muss jetzt dieses komische Plot hin hier. Ja. Genau. Gut. Dann hast du deinen Plot verschoben. Dann kannst du ja später selber ändern. Ne? Alles klar? Würde ich sagen, kannst du erst drehen? Jetzt willst du auch noch gedreht haben. Inwiefern gedreht? User joined your channel. So. So reicht er dabei, ja? Würde ich sagen. Mal kurz gucken. PH Nightwing. Jetzt hast du nämlich dein PH hier nämlich vor der Wand. Aber wenn du das so willst, okay. User left your channel. Dein PH 2 ist nämlich jetzt hier hinten. Deswegen drehen war eine scheiß Idee. Ohne Mist. Dann spawnst du nämlich hinter deinem Plot, nicht hier vorne. Ne, aber du wolltest das ja so. Also. Dann würde ich sagen, nehmen wir den nächsten. 19 oder 13 Leute hier. Luis, dann haben wir raus. Was kann ich für dich tun? BSE, okay. User joined your channel. Wait, ich komme mit TS. Luis, wo bist du? User disconnected from your channel. Weißt du, wo der Community Talk ist, oder? Einfach da rein, dann bist du Talk Power. Oje, oje, bisschen verstimmt das Lied so. Hört sich ja nicht so toll an so. Gut, so, bis zum Teamstick. Okay, immer noch nicht. Bin drin, ja, wo bist du drin? Wie heißt du in-game? Im Teamstick. Bei mir gibt's nur Codex und cooler Snack. Ah, das bist du. Okay, dann kriegst du Talkpower. Hi. Guten Tag. Guten Tag. Was ja, weißt du eigentlich, was ich will, ne? Mein weiß ich nicht. Mein 20er Merch. Aushöhlen, bitte. Das wird aber teuer. Ja, ich weiß. User joined your channel. Sag mir, was du willst. Was hast du denn da unten runter gebaut, so?
Nix, das kommt eh weg. Ist das so alles weg hier? Alles weg. Alles leer? Ja. Aber hier sind noch Saft drin, guck mal, hier Sandblöcke und so. Ja, das kann, kommt alles weg. Alles bis zur ersten Oberfläche, ja? Mach mal bis zur vierten. Eins. Oh, den Rand hier. Da. 1, 2, 3, 4. Das ist aber groß. Das ist rechteckig, ja? Mhm. Ja. Dann sag mal, was willst du noch für zahlen? So? Ich fange mal bei 50 Millionen, habe ich gehört. Hier. Nee, das habe ich nicht gehört. Fangen wir bei 5 Millionen an. Also, was sagt denn der Chat dazu? 5 Millionen für ein 20er Merch aushöhlen so? Aber ich muss echt mal gucken, dass dieses Item in den Admin Shop kommt. So, da hast du jetzt hier natürlich ein kleines Loch so, aber ist ja egal. Ja, das passt schon. 5 Millionen? Ja, komm. Gaming mit Leo, 10 Millionen. Ja, so viel wäre ja das Item alleine wert so. Ah, komm, machen wir 5 Millionen, dann passt das heute. Heute im extra Angebot so. Oha. Extra duper Angebot. Was soll hier hinkommen hier drunter? Was hast du da vor? Meine Freifahrt. Freifarm, okay. Ah, da hast du ja genügend Platz, so. Kannst dich schön austoben im Terraforming. Und denk dran, die Spawner schön weit auseinander und so. Das kriege ich diesmal hin. Genau, Geld hast du gezahlt. Gut, dann hast du deinen Plot auch ausgehöhlt. Ne? Perfekt. Alles klar, dann danke dir. Tschüss, tschüss. Ich danke dir, ciao. So, Leo, hau raus. Was machen wir für dich? Für dich. So. User disconnected from your channel. Ja, erstmal wieder nicht online, echt ohne Mist, Alter. Wie kann man immer nicht online sein? Wann machst du das mit den Nicht-Werbung für Moderatoren im Stream? Wie meinst du das? User left your channel. Achso, einstellen. Ja gut. Muss ich mir aufschreiben, warte. Habe ich das schon wieder vergessen? Okay, habe ich mir aufgeschrieben. Gucke ich mir nachher an mit Melvin. Der kennt sich da ein bisschen besser aus. Dann stellen wir das ein dann. Okay, sonst hast du nichts. Dann suchen wir den nächsten, wa? Okay, tschüss, Leo. Night Dragon war schon. Afgiatz, du bist dran. Dann hau mal raus. Entweder hier in den Streamchat oder halt im Teamspeak, im Community Talk Channel, wie du möchtest. Wo du möchtest, mir ist das egal. Genau, Leo. Besser vorher schon mal aufschreiben, irgendwo im Texteditor. MTS, okay, wie heißt du da? Bist du der Codex, ja? Hi, hi. Moin. So, gute Frage. Auf Citybuild 1, könntest du mir eine Sugarcane Farm auf meinen 2-Plot rüber kopieren? Weiß ja, was das Geld kostet, ne? 250k. Genau. GPO. Ja, hier. Das ist ein einzelnes Plot, okay. Noch nichts drauf, so gar nichts, ja. Nee, den habe ich neu gekauft. Ich stelle dir schon mal das Geld, warte. Eine andere Farm oder so hast du nicht, ne? Nee, einfach nur Schulden. 55 zu 250. So. Habt ihr schon das Geld? Ja, ja.
Reizerantrag werde ich noch stellen. Wollt's unterirdisch machen, ja, ne? Können wir machen. Weil. Dann kannst du oben drauf noch mal irgendwas Schickes bauen oder so. Kann schauen, ja. Soll ich kurz weg vom Plot? User joined your channel. Achso, ich dachte, die hat eben nicht Platz hier. Danke nochmal. Nee, die ist ja genau ausgepasst, dass sie genau auch drunter passt. Weißt du, wie ich meine? Was sind hier die Kisten? Ich kann es gerade schwer sehen. Kisten, was sind die Kisten nun? Aber weißt du das? Warte hier, guck mal. Ich glaube, wo ich mich runtergebaut habe, war falsch. Hier musst du runterbauen hier. Warte, ich komme mal zu meinem Zeit. Okay, da auch nicht. Hier oben hier. Ach, da geht's runter. Ah, hier. Hier oben. Danke. Genau. Redstone habe ich die aktiviert. Bitte, wenn du irgendwas baust und so und ihm weißt was, besser vorher fragen so. Ne? Also Redstone ist aktiviert. Ja, ja, klar, sonst funktioniert die Farm nicht. Ey, danke. Ich dachte, ich muss einen Antrag stellen, weil bei mir gepackt ist irgendwie rum. Weil ich hab's ja jetzt, die Farm ist ja von mir, die ist ja approved. Da passt das. Jo, gut, danke. Alles klar. Tschüss, tschüss. Ciao. Dir noch schön. Ja, dir auch. Teamspeak. Oh Gott, da ist ein Piggy in meinem Channel. Dann gucken wir mal, was der nächste hat. So. Nur Nils TV, dann hau mal raus. Geht's wieder um deine Gilde? Lass mich raten. User was moved out of your channel. Ah, danke, dass du mir darauf hingewiesen hast. So. Jetzt läuft's aber. User joined your channel. Wenn man zu schnell schreibt und nicht drauf achtet, so. Ich möchte gerne meinen Spawner versetzen, bin im Teamspeak. Okay. Hi. Na. Und zwar, ich habe ja noch auf dem Dorf Clanplot. Genau. Ja, mein Spawner. Wir sind gerade nicht hier, du musst. Warte, ich geh kurz hin. Dann geh mal vor. Ja, bin da. Ich weiß nicht, wie viel kostet das jetzt, weil ich habe gerade insgesamt nur 500k da aus dem Teil 2 Spawner. Mehr Geld habe ich gerade nicht. Was? Ja, ich bin ein armer Schlucker. So viel kostet normalerweise für einen so. Ah, shit. Aber was hast du denn hier? Wo hast du denn hier die Spawner so? Ganz oben steht einer und hier unten in so einer, in so einem Drecksloch steht. Okay. Ist einer. Ich mach das heute mal. 2 zum Preis von einem. Ich bin da so. Ui. Das ist doch toll. Eine Mushroom-Kuh. Und die sollen auf meinen Trip-TH, wenn es geht. Alter, dafür kannst du die Viecher hier töten. Hier. Ja, ja. Ne, ich habe da kein Recht mehr auf dem Plot. Die hat Janik mir weggenommen, als ich meinen Bann bekommen habe. Neulich. Die hat. Hat Janik mich untrusted. Okay. Ja. So, was noch? Also nee, der andere Spawner. Also, der andere steht oben drauf auf dem. Ja, den Kuhspawner. Oder meinst du auch den, irgendwo auf dem. Hast du den Kuhspawner oben? Oder den, welch, hast, den Kuhspawner habe ich. Ah, den Schafspawner meinst du? Hier unten, ja. Ich kann die ganzen genau. Viecher da nicht killen, gerade weil ich. Oder so. Genau. Einmal Fast Kill, so, geh vor. SPH3. Ja, bin da. Hier bisschen eng hier, ne? So, oh. Ja, ja, muss ich noch ein bisschen umbauen, aber passt schon so erstmal. Nicht im Boden, wenn es geht. Warum nicht? Ich mag das, wenn es eher oben drauf steht, weil ich möchte es mit einer Kiste saven, weil hier kriegen ein paar Leute Trust. Will dann nicht so komisch im Boden sein. Junge, spawn ja mehr Schweine wie alles andere hier. Was soll das hier? Das hey. Die kleinen, oh die kleinen Piggies hier, guck mal. Die kleinen Schweinchen, ich hab dir mal das Geld überwiesen. Alles klar. Gut, gut. Ja.
War schön mit dir Geschäfte zu machen. Ja, ja. Mit dir auch. Ja. Ciao, ciao. Ciao. So, dann nehmen wir direkt den nächsten. User left your channel. Lukas, dann hauen wir raus. Discord, also Discord sag ich schon. Entweder Livestream oder halt Füße, genau. Was? Du hast ja doch bestimmt noch das Loch hier zu, oder? User joined your channel. Mach ich doch gerne. Ja, das können wir machen. So, Lukas. PH verschieben, bin im TS. Okay. Also, PH verschieben heißt bei mir immer, ich soll Plotraum nur verschieben. So, und wo finde ich dich im Teamspeak? Also irgendwo. Keine Ahnung, komm einfach im Community Talk. Dann brauche ich nicht suchen hier, weißt du? Okay. René ist auch schon hier im Channel. Ja, René? ja, sind auch Beobachter-Kodex. Aber halt auf Minimum reduziert. Also so wie es halt auch richtig ist. So. Bist du Baum? Ja, Baum, okay. Okay, Talkbauer. Hi. Hallöchen. Und also ja, mein PH, wenn man halt auf CP1 zu meinem PH kommt, spawnt man halt von einem Busch. Und das wollte ich ganz gerne halt anders haben, dass man halt so spawnt, wie es eigentlich gedacht war. Wie meinst du jetzt? Wo spawnt man? Also hier vom Busch? Genau, also ja, wenn das, ich jetzt das mein... hast du aber doch falsch gebaut, so. Genau, ja, und ich hatte dann halt schon angefangen so zu bauen und dann dachte ich mir, das kann man sicher irgendwann mal so umändern. Genau, und deshalb. Ah, pass auf, ich drehe, obwohl ist es quadratisch? Nee, toll. Das ist natürlich sehr los so. Ich habe hier so einen großen Berg aus Blättern hingebaut, wo die Mitte ist. Normalerweise ja ungern, weil das wäre ja eigentlich dann Plotraum verschieben, ne? Weil ich setze ja, ich kann sich jetzt so auf den Plot setzen. Ja. Ja, das kostet ja aber irgendwie ein paar Sternchen so für die armen Spieler hier, die hier auf CB1 rumkrauchen. So. Hello. Oh Gott, ich muss den. Gib dir mal eine Spende hier. Komm, hau mal einen Tausi raus. Oh, mal wie. Wie gnädig er ist hier, 1000. Ja, alles klar, gut. Dann passt das ja. Ja, danke schön. Ja, riesige SW Heat Shop hier. Ich dir auch. Tschö, tschö. Tschö, tschö. User left your channel. Also auch schon wieder weg. Cool, dann nächste wäre coole Socke. Socke. Kommst du selber hoch oder muss ich die wieder hochzerren? User was moved to your channel. Zieh dich jetzt einfach hoch, ist mir egal. So. Und Talkpower vergeben da. Hi. Hi, du warst schneller als ich. Ja, ja. Also, du hattest letzte Woche bei uns auf dem CSC da was verschoben, das Spiel verschoben. Und leider hast du ein bisschen mit von der Straße mit verschoben, sodass wir da jetzt ein Loch drin haben. Ja, passiert manchmal. Ja, ist ja nicht schlimm, aber ja. Also hier haben wir jetzt ein Loch, das können wir nicht bebauen, da kann man nichts machen. Aber warum ist das so, hä? Das müsste, da müsste ja dann auf der anderen Seite zu viel sein, ne? Nee. Also das waren ja die 7 Blöcke, die zur anderen Richtung verschoben wurden. Ja, aber... Hier habe ich doch gar nichts gebaut, oder was war hier vorher? War das hier noch ein anderes Plot? Ja, da hinten ist ein Plot, genau. Das war ja hier, du hast wahrscheinlich hier angesetzt und insgesamt dann darüber geschoben. Dann machen wir wieder so, ja? Jo. Das ist so richtig, super. Ja, ne? Ja, das alles sieht klar. Jetzt gut aus. Ich hätte aber noch eine Sache oder was? Noch eine Bitte. Und zwar,
Wir haben jetzt schon ein bisschen was vorgebaut. Und zwar könnte man denn was auf die Straße setzen? Vor unserem Plot? So aus der Schnelle? Schwierig. Also ich bin nicht so der Baukünstler. Nee, ist schon fertig. Ist schon vorgebaut. Okay. Muss ich mir mal angucken. Jo. Was hast du denn da also gebaut? Also das ist jetzt da zwischen meinem Plot und hier CSC-Plot. Dieses Teil. Okay, mit Biegen. Jo. Ach ja. Also, und wenn möglich, könnte man hier das Void reinsetzen oder ist das zu viel? In das S. Das ist das Leck, glaube ich. Macht ja auch Lärm wie Sau, ne? Okay, und was ist, wenn man dann nur hier so zwei Punkte macht? Also das S dann ausfüllt und dann halt hier nur das Void in die zwei Punkte hier rein? Gucken wir uns jetzt an. Das gucken wir uns jetzt an. Weil dann würde ich das nämlich zubauen. Doppelspawn geht ja nicht, ne? Doppelspawn? Also du hast hier zwei Punkte, also das ist hier... Nee, ich meine jetzt das hier. Hier, ja, wo ja. Das Wasser ist praktisch. Dass man das Wasser entfernt und da die zwei Void-Dinger reinmacht. Gucken wir jetzt. Da, wo soll das hin? Da vorne. Also hier auf die Straße praktisch. Und das, genau, dass es nach hier hinguckt. User joined your channel. So meins, ne? Schon mal Info hier. Ja. Genau. Du. 22. Problem, da müsstest du aber echt hier Steine drüber machen. Also einen tiefer setzen. Okay. Weißt du, wie ich meine? Meinst du jetzt noch eins tiefer? Also, dass du das hier machst so. Und dann drüber Glas oder so. Okay. Also meinst du, das wäre jetzt okay oder das wäre jetzt zu viel, wenn das Ganze ist? Ich probiere das mal aus. So, warte. Machen wir das so. 22, 166. Warum ist das jetzt so? Hä? Habe ich irgendwas blöd markiert so. Okay. So. Ansonsten fällst du ja da rein, weißt du, wie ich meine? Okay. Aber das sieht mit der Erde natürlich jetzt nicht so doll aus. Die Erde können wir noch ändern, warte. Gerade besser aus, als das höher war. Ja, aber da fällst du ja rein. Aber so, ach stimmt, da muss man ja Glas drüber machen. Dann hole ich dir, ja. Ich hol das sieht doch doof aus, Glas. Okay. So. Sieht doch gut aus. Okay. Ja, super. Oder nicht? Ja, aber jetzt fällt man nicht da rein, ne. Nee. Ich hab dir Barriers drauf gemacht. Sieht besser aus wie Glas. Ja, das stimmt. Boah, das sieht ja richtig mega aus. Ja, super. Wofür vielen ist das Wasser Dank. Hier? Ja, war erstmal eine Idee. Also, vielleicht okay. Nur das Volt dann halt reinzusetzen als zwei Punkte. Kleine Badewanne. Aber, genau, so haben wir jetzt eine kleine Badewanne. Okay. Na gut. Ja, super. Vielen Dank. Genau. Dann viel Spaß damit. Ja, danke. Tschüss. So, haben wir eine gute Tat heute mal gemacht, so umsonst so. Es heißt aber nicht, dass ihr jetzt jeder damit ankommen sollt und hier, wir wollen hier mal so eine Xe. Das kriegen die auch nur so, weil, guckt euch mal hier das Gildenblatt an, da wisst ihr auch, warum die sowas kriegen. Wenn ihr sowas auch mal auf die Beine stellt und so, dann bin ich da auch so locker mit und dann kriegt ihr auch sowas ohne Probleme. Okay?
Also jetzt nicht alle kommen so, ey, ich will das auch und so. Also da müsst ihr schon ein bisschen was zeigen und auch Initiative zeigen, dass ihr was für Durchrasten tut und so. Genau. So, der nächste war dran, Moritz. Dann hauen wir raus. Entweder Teamspeak oder hier im Discord-Channel. Discord, ich sag mal Discord, im Livestream-Chat einfach dein Anliegen schreiben und dann kümmere ich mich darum. So, ich will gerne ein signiertes Brot haben. TPO Moritz. Wie heißt du, Moritz? 1-2. Denk mal, das bist du, oder? User left your channel. Bist du das? Moritz? Oder wie heißt du in-game? Auf jeden Fall ist er hier auch gerade ein Casino am Bauen. Da kann ich ja nicht lassen, hier mal reinzugucken. So. Okay. Noch keine Gewinne drin. Bauen, ich benutze keine Rauchausstattung. Okay. Moritz. Kann ich auf deinen Ziel. Warum bist du nicht online? Komm nur einfach online. Buddy joined your channel. Ansonsten musst du einfach warten, bis die nächste Teamsignierungsstunde online ist oder einfach online sein so. Einfach auf deinem Plot. Ja, wer ist das wohl? Einmal müsst ihr raten, Enrico, ne? Mit seiner Red Bull-Dose hier. Rockstar, mein Freund. Rockstar ist ganz wichtig. Rockstar. Ja, Placement, ne? Rockstar, Energy. Zuckerwasser. Apropos Zuckerwasser, ich hab mir mal wieder einen Kaffee gemacht und er steht wie immer unter meiner Kaffeemaschine und wird kalt alleine. Sehr das geil. Steht er gut, Patrick, das ja. Steht er gut. Ich glaube, ich ja, muss. Piggy, ich weiß, du trinkst lieber Monster, das ist ja noch schlimmer. Die Kaffeemaschine muss hier neben PC, das ist besser. Absolut, und ein kleiner Kühlschrank wäre nicht schlecht. Ja, weiß ich nicht, Red Bull, weißt du, Piggy, aber dann nur das alte. Weil die neuere Kacke, die ist, das weiß ich nicht. Ich hab jetzt, Piggy, so ein... Du, alles gut, wenn es der alte Geschmack wäre, weißt du? Ich hab ein Energy entdeckt. Ey, frag mich jetzt nicht mehr, wo ich den geholt habe. Der hieß 360. Schmeckt genauso wie das alte Red Bull. Was soll das sein hier? Aber ich kann dir nicht mehr sagen, wo ich den geholt habe. Ja, wie gesagt, ich kann dir nicht mehr sagen, wo ich den geholt habe. Ich guck mal kurz, wo man den kriegt, ey. Okay. So. TPO Moritz. Immer noch nicht online. Die Leute wollen immer was, aber sind aber nicht online. Das ist immer lustig. Ja, ist doch normal. Wie heißt du in-game? Moritz? Enrico, schöne Grüße von Reno V1. Ja, kannst ihm sagen, mag ich nicht. Nein, Grüße zurück. Warte mal hier, Piggy. Ich schick dir mal die Seite rein hier. Das ist der, den meine ich. Aber ohne Wodka, muss ich dazu sagen. Ja, also, dass es ganz klar ist. Da hast du ein Brot. Bitteschön. Lass es dir schmecken. Gut, dann nehmen wir den nächsten ran. Ja, aber wie gesagt, den gibt's ohne Wodka auch. Der ist sehr lecker. Naja. So, Safran Beacon ist dran. Dann hauen wir raus. Hier eine Eisenbahnstation aufgebaut, okay? Wo ist die passende Lok dazu? Hält natürlich hier beim Lidl an. Hä? Das triggert mich hier. Aber sowas von. Okay. Muss man nämlich mal sagen, Piggy, ich probiere eigentlich jeden Energy durch. Völlig egal, ob Billigmarke oder nicht. Einige sind sehr, sehr gut. So wie die im Aldi. Die sind echt gut. User left your channel. Mein Schwamm. So.
Guck mal, was Patrick hier veranstaltet. Mit 34 Leuten, sehr geil. Echt so viele Leute, ich will wieder 34. Sehr gut. SW Mob. Und ja, Patrick, bin zurück vom Einkaufen, so. Ja. So. Ach, Pippo, Ruhe. Er ist doch eigentlich gut am Farmen, so. Guck mal, er spawnt immer wieder welche nach, oder nicht? Ja. Guck mal, er kommt ja gar nicht mehr nach, die alle zu töten. Läuft doch. Weiß nicht, wo ist das Problem? Und das fragst du jetzt jede Woche. Weißt du, was ich meine? Ja, aber mehr geht immer. Ja, nee, aber warum? Es bringt die aber nicht mehr. Es bringt nur mehr, dass sie sich hier unten mehr sammeln. Und das wollen wir ja nicht, dass sie da AFK rumstehen und dass nur 200, 300 Tiere sind. Weißt du, wie ich meine? Das wollen wir ja nicht. Deswegen, das läuft doch gut. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist. Die spawnen ohne Ende. Und da brauchst du keine Entity Cap Erhöhung, okay? Gut. Da, nicht nächste Woche, jetzt nicht nochmal, ja? Gut. Chili, ich hoffe, du weißt jetzt, was du möchtest, so. Weil eben hast du gesagt, soll ich weitermachen, so. Opfern. Wenn Chili überhaupt noch da ist, so. Also, ich glaube, im Channel hier ist er noch, du. Ja, bin im TS, okay. Ne, ist im Channel. Ist das der Kracher hier? Ne, ne, Chili im Kader. Ja, moin, hi. Moin, na? Oh, Chili, jetzt sprechen wir erstmal über das letzte Mal. Was für letztes Mal? Was habe ich denn da so Schönes im Chat gelesen, mein Freund? Wann denn? Weißt du ganz genau? Nein, gar keine Ahnung. Nein, natürlich nicht. Bei Patricks letztem Stream, nein? Ach so, ja. Ja, irgendwie, ich erinnere mich ganz ja, grob noch dran. Ganz genau. Nein, so entschuldige, Patrick, komm. Ja, ja. Ja, also ich bräuchte Redstone auf meinem Plot und ich habe auch schon eine Farm gebaut und, na, es sind eigentlich zwei. Hast also du einen Antrag im Forum gestellt? Noch nicht, soll ich das noch machen? Nee, weil wenn du einen gestellt hast, musst du dort leider warten. So, deine Zuckerrohrfarm meinst du, ja? Ich habe eine Zuckerrohrfarm und eine Betonfarm. Soll diese Zuckerrohrfarm so bleiben, manuell, ja? Ja, unbedingt. Okay, finde ich gut. Weil es muss ja auch nicht mal alles automatisch sein. Es reicht ja manchmal, wenn man einfach nur eine Taste drückt oder so, genau. Ach, bist du schon auf meinem Plot? Ja, ja, ich gucke mir das gerade an, so. Funktioniert das so, oder? Kakteen hast du aber mehr wie 64, glaube ich, ne? Da müsstest du ein bisschen reduzieren, genau. Wie viel? 64 dürfen das sein? 64, glaube ich, genau. Weil, guck mal, da haben teilweise Leute ein ganzes Plot voller Kakteenfarmen hingebaut. Deswegen ist der Markt damit einfach übersättigt und das muss ja auch nicht unbedingt sein. Ja, das stimmt. Genau, und dann liegen die Items hier unten drin im Trichter, weil der Ding nicht leer gemacht wird. Da könntest du auch einmal so umbauen, dass die runterfallen und alle die Items, die nicht aufgesammelt werden, einfach in Lava verbrannt werden. Weißt du, ich meine? Okay, ja. Das ist ja mal. Easy. Und was hast du denn noch gebaut? Wo ist diese... Achso, Oh, bin mal ein bisschen oben im Support, Jungs. Ich finde auf jeden Fall noch viel Spaß heute beim Admin-Support. Ja, ich bin bestimmt, auch mal irgendeinen Montag komplett mit bei. Genau. Also die Standard, die läuft auch nur, wenn du hier das Ding befeuerst, ne, oder? Also, ja, genau. Genau. Das passt ja. Genau. Also hier Beton reinsetzen und dann durch den Beobachter kommt dann da was an ein Item raus so, und dann kann ich hier dann weiter abbauen. Genau, wenn du irgendwann mal was Neues baust, so Casinos und so, lass dich bitte vorher vom Support oder so einweisen, ja, oder frag, ob das so okay ist. Ja, ist der Monster LP mir auch schon geholfen, aber ja. Genau, weil noch, da können leider sehr große Fehler gemacht werden und dann kriegst du nachher den Ärger dafür und das ist ja nicht, muss ja nicht unbedingt sein. Ja, könntest du mir noch eine Sache signieren? Ich soll ja auch noch was signieren, was denn? Moment. Vorschlaghammer. Den Vorschlaghammer? Ja. Ah ja. Wo bist du denn gerade? Ja, ich hab den aus Versehen selber signiert. Ich bin oben auf dem Plot an deinem pH-Eingang. Okay. Ja. Okay. Den habe ich aus Versehen signiert. Weiß ich nicht, warum ich das gemacht habe.
Warum bin ich jetzt wieder runter? Okay. Oh, jetzt aber. Genau. Oh, jetzt hast du den Vorschlag, haben wir von mir signiert. Ja, danke, danke. Dann viel Spaß damit. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. So, dann haben wir das auch schon erledigt. Dann gucken wir mal. It's Ferry, dann hauen wir raus. Was kann ich Gutes für dich tun? BMW-Karte. Ah ja. Oh, ein bisschen kaputt so, ne? Die war bestimmt mal weiß, komplett so. Exli-Tag gefällt mir nicht. It's Ferry. Auch nicht online, warum nicht? Der heißt, glaube ich, Unterstrich, ne? It's, ne, gibt's auch nicht. Keine Ahnung. Ja, viele Leute hier im Channel. Ja, Kracher. Die kommen immer nur hier rein, wenn sie was wollen, und dann gehen sie wieder raus. Das ist ja kein Problem. Ich bin ja im Livestream und da hören die meisten Leute mir halt zu. Genau. So, It's Ferry. Hau mal raus. Ich warte. Was muss ich den nächsten dran nehmen? Nein, du musst nicht reden. Du kannst dein Anliegen auch gerne im Stream hier reinschreiben, dann genau, wenn du dran kommst. Ja, da jetzt Ferry nicht antwortet, so würde ich sagen, drücken wir nochmal und suchen den nächsten. Damit wir mal hier durchkommen, so. Marcel hat seine Chancen. Okay, kann ich mir gleich angucken. Hopsus, du bist dran. Aber nicht das Plot hier. Hä? Marcel, wie hieß du nochmal in Game? Moin, kannst du vielleicht auch meinen Plot Redstone aktivieren? Habe Casino-Regeln gelesen und beachte sie. Plot-ID 0-3. Bist du online? Ja, immer schön, wenn du dann auch da bist. Da das Ding hier mal zu. 500, also verdoppelt. 5 passt. Genau. Gut, dann wollen wir hoffen, dass du das auch so beibehältst. Dann. Zack, hast du Redstone aktiviert. Genau, brauch kein Blödsinn damit. Dann. Marcel. Dein. Ja, ich war doch gerade bei dir. Was machst du denn hier? Geh mal bitte auf deinen Plot wieder. So, gucken mal, was du grob gerechnet hast. Ja, doch teurer geworden. Aber was kostet eine Schalke? Jetzt mal immer ehrlich jetzt hier im Stream-Chat. Was kostet so eine Schalke? 70k, sagt hier gerade Kracher im Teamspeak. Aber 70k, also wenn ich jetzt die das ist dann nicht mal 1 zu 10 Gewinnchance. Gewinnverhältnis, weißt du? User joined your channel. Hast du denn hier die Gewinnchancen so runtergedreht? Nö. Guck mal hier, du hast ja noch höher. Nee, also. Das ist nicht fair. Also ohne Mist. Für 9000. Wie oft, weißt du, wie oft ich hier spielen muss, um eine Schalker zu gewinnen? 14%. Ist ja noch mieser wie eben. Ohne Scheiß. Ja, das ist nix, ist das. Die anderen Preise haben sich ja, denke ich mal, sind alle gleich. User joined your channel. Aber das ist ja mal richtig mies eigentlich so. Also das ist nicht richtig, da hast du dich verrechnet, aber also ohne Mist 9000. Ja, da würde ich einfach mal dich in Support weiterleiten lassen und dann dich von Tim oder so doch mal ausrechnen lassen. Wenn der Bock dazu hat, wenn er Zeit hat, weil so glaube ich nicht, da kriegst du keine Redstone, auch nicht im Forum. Mr. Monster MP hat die Chancen gemacht, hä? Ja, die Chancen, aber nicht die Preise. Ich kann mal gerne Tim kurz hier reinholen. Ich hoffe, er hat Zeit. Warte, Tim.
Richtung. User joined your channel. Bin schon da, Patrick. du hast die Gewinnwahrscheinlichkeiten gemacht, ja? Habe ich tatsächlich bei ihm gemacht. Aber ich finde das heftig, 9000 und dann hier. So teuer ist er nie eine Schalker, oder verhaue ich mich da jetzt? Ja, also insgesamt natürlich kann man nicht so direkt viel Gewinn machen, aber es gibt ja natürlich auch Spiele, wo man halt gerade so keine Schalker gewinnt. Ja, ja, klar, aber deswegen sage ich ja, musst du ja den Maximalgewinn halt rechnen. Das heißt, die ganzen Preise zusammenrechnen und dann hast du ja deinen Hauptpreis, den du gewinnst. Wenn dann gewinnst du ja, wenn du Jackpot gewinnst, gewinnst du alles. Wir rechnen ja die Gewinnwahrscheinlichkeit auf den Jackpot. Ja, richtig. Oder nicht? Ja. Genau. Ich hatte halt den einen Tag bei mir so eine Tabelle erstellt, die halt automatisch ausrechnet, wie oft welcher Gewinn kommen würde, bis man einmal den Jackpot bekommen hat. Die das dann halt nochmal mit dazu einberechnet. Okay. Und das war halt so das, was dort rauskam, was fair wäre. Bei 9000, also ich wette, guck mal, er hat ja hier den letzten 1, 2, 3, 4, 5, 1 zu 6. Also da sage ich hier, muss ich mindestens 900.000 hinballern für eine Schalker, um da zu gewinnen. Da werde ich mit dir, dass ich da mindestens 20, 30, 40, 50 mal spielen muss, um überhaupt mal einmal auf Chance auf den Jackpot gehabt zu haben. Da werde ich mit dir. Weil du musst ja die ganzen anderen Wahrscheinlichkeiten ja vorher auch schon taggen. Also die 20, 25, 33%. Was ich meine? Ja, ich kann dir das dann später einmal zeigen mit der Tabelle. Klar, also ich sag, das ist so nicht fair, definitiv. Also das. Dann lieber nur Geldverdoppler, echt, wenn ihr da nur so Mist baut mit diesen Wassercasinos, das ist scheiße. Weil das Spiel macht den Spielspaß kaputt. Guck mal, wenn ich jetzt hier, sag mal, 900.000 verliere und gewinne dann vielleicht für 900.000 einmal nur die Schalker, bäh. Ausgewinnt immer, ne? Deswegen, da müssen wir nochmal drüber reden. Also so kriegst du da erstmal keinen Witz und tut mir leid, so. Da müssen wir später nochmal drüber reden. Genau, dann danke dir, Tim. Jo, bin wieder unten. Alles klar. User left your channel. So, CV, was? Wie soll ich denn deinen Namen aussprechen? Nur Xenox. Wie komme ich jetzt mal an? Nein, Lukas, du nicht. Du machst nur Blödsinn damit, so. Also die CVXXU, dann hau mal raus. Dein Anliegen, dann kann ich mich da mal drum kümmern. Und Marcel, tut mir echt leid, so, aber ich sehe das ist für mich in meinen Augen so unfair. Das will ich den Spielern nicht antun, weißt du, deswegen. Ich bin fake. Nein, das ist der echte nur Xenox. Folgt den mal alle. Der braucht noch ein paar Follower auf Twitch. Da will einer Talkpower im Teamspeak? Bist du im Teamspeak? Ja, will er hier Talkpower haben? Lukas. Ja, Lukas, sag mal hallo. Von du redest. Ich auch nicht. Wo muss ich hin? Du kannst dein Anliegen gerne hier in Streamchat schreiben oder halt Teamspeak kommen in Community Talk und dann können wir darüber reden. Genau. Was hältst du so von meinem Konzept, Lukas? Von deinem Konzept? Genau so. Welchen Konzept? So, Admin Support, finde ich gut so. Ach so, ja, habe ich gerade das gesehen. Bringt Zuschauer, ne? Was heißt bringt Zuschauer? Ist zwar manchmal sehr anstrengend so, weil dann ist das Battle-Niveau sehr hoch so. Mhm. Aber wenn die sich so ein bisschen an die Regeln halten, eigentlich ganz chillig und du bist halt nah im Kontakt mit den Spielern so, finde ich. Deswegen habe ich ja auch Spaß dran. Genau. Ja, aber ist ein Unterschied, wenn du PropNet oder irgendwas anderes streamst. Da habe ich weniger Zuschauer, richtig. Das gibt Zuschauer, halt durchrasten Zuschauer, aber ist okay, dafür ist das ja da. So, gucken wir mal, ob der hier auch im Teamspeak jetzt mittlerweile gelandet ist. Da ist er. So, hallo. Hallo? Hallo? Ah ja, man hört man mich? Ja, man hört dich. Ah, gut. Okay. Muss ich zuerst sagen, was ich mir wünsche, oder wie? Ja, was heißt, es ist ja kein Wünsche erfüllen. Und am besten dein Anliegen oder Antrag halt auf Hochdeutsch, so, weil
Du bist Schweizer, das ist immer so schwierig, euch zu verstehen, genau. So. Jo, also... Ich... Darf ich kurz mit meinem Kumpel absprechen, weil wir haben zwei Anliegen und ich glaube, zwei geht nicht. Ja, da, hau erstmal dein Anliegen raus und dann gucken wir, was dein Kollege will. Also, du hast... Wir wollten, auf CB2 wollten wir einen Clanplot vor ihm, nach meinem, also, Ach, das Ding hier ist das, okay. Eure Gilde ist auch verifiziert, oder nicht? Ja. Genau. Also, ja, hier bin ich. Genau. Ja, also wir wollten eigentlich, dass halt ich der Besitzer dieses Plots bin. Geht das? So. Hast du denn andere Plots noch? Ja, ich habe einen 16er Merch. Weil wenn, dann müsste ich Plots von dir löschen halt, diese 4 oder was ist das hier, ein 6er Merch? 9er? Ja, ja, also hier ein 4er Merch. 2 ist alles okay. Ja, ja. Muss kurz schauen. Genau. Dann müsste ich halt 4 Plots von dir löschen, dann könnte ich das halt machen so. Jo, Weil sonst hast du nachher mehr Plots, wie du eigentlich haben darfst, und das wäre dann doof, ne? Also er schreibt mir gerade, geht auch, dass ich der zweite Owner einfach wird. Ey, sowas geht leider nicht. Okay. Ja. Warum will er das jetzt wieder abgeben, verstehe ich nicht. Ja, kann er ruhig auf ihm laufen, ist doch gut. Ja, dann wenn das nicht geht, dann... Also mit zwei Ownern, dann geht leider schlecht so, weil... Ja. Dann kommt unser Plot Plugin halt nicht mit zurecht, weißt du, wie ich meine? Weil Plotshop und so, das rechnet ja darüber halt, wie viel Plots du hast und wie viele du besitzen darfst und so. Ah, okay. Genau. Ja. Ja, weil so. Ja. Dann kann ich mir den zweiten, also mein zweites Anliegen was sagen, oder? Ja, sag mal. Also Langbauer hier. Dass ich hier auf diesem Plot und auf CB1 auf dem Clan-Plot einen Custom Admin Rand bekomme. Oh, noch zwei? Ja. Einmal hier und einmal auf CB1. Du weißt, was so ein Custom Admin Rand kostet, ne? Ja. Genau, siehst du. Warum kaufst du den nicht einfach? Weil ich jetzt gerade noch 400k habe. Da musst du halt sparen, so ist es halt. Weil ein Admin-Rand wird es ja geben, wenn das Plot mir zusagt, also mich voll trifft halt so und ich das geil finde, dann gibt's einen Admin-Rand. Und diesen Custom-Admin-Rand, den gibt's ja halt in der Kiste, oder gab's in der Kiste. Ja. Genau, und ja. Also... Könntest nur, wenn das Plot dir zusagt, könntest du ein Admin. Das Thema hatten wir aber schon mal hier. Also, aktuell fehlt mir so ein bisschen. Es ist toll, es sieht gut aus, klar, keine Frage, aber so das i-Tüpfelchen fehlt mir hier noch. Und wenn das drauf ist, dann kriegst du ja gerne hier so einen Admin-Rand, so einen Endportal-Rahmen oder einen Bedrock-Rand oder sowas halt. Genau. Okay. Klein bisschen fehlt noch, aber sonst sieht das Ding ja schon mal gut aus. Vielleicht unten den Keller noch richtig geil ausbauen. Ich sehe, da seid ihr noch dran. Ja, also ausgehöhlt ist das Ding ja. So der Aha-Effekt, der fehlt halt, weißt du so? Ja. Genau. Ja. Und dann gibt's auch sowas Tolles. Alles klar. Gut, dann dir noch einen schönen Abend, ja? Tschö, tschö. Okay, ciao. Doch, ein Schweizer. Ich liebe Schweizer. So, wen haben wir denn als nächstes? Gute Socke, du warst schon Mio 2000 oder 20.000? 200.000? Ich glaube 200.000 ist das. Was kann ich denn Gutes für dich tun? User joined your channel. Mio 20, das bist du, ne? Ja, ja. Hi. Wie viele Twitch-Account hast du denn? Dass du da jetzt schon mit einem Account kommst mit 200.000? Ja. Ja. Ich hätte ein Anliegen. Ja. Könntest du mal zu mir kommen? Bin ich schon. Ah, ich wollte meine Farm vergrößern und jetzt hat hier Lato alle Plots um mich. Warum? Die gelöscht werden. Die hier. Ja, wie jetzt? Warum hat er die geclaimed, getaggt?
Sind die irgendwie reserviert? Vielleicht hat er die ja für dich reserviert. Hast du die in Auftrag gegeben zum Löschen? Nee, also als ich ihn schreiben wollte, wollte ich nochmal schauen, wie die ID ist und dann, naja. Dann waren die schon weg. Frag ihn doch am besten erstmal. Warum, weshalb? Ich, aber er geht immer offline. Latro, Latro, Latro. Was haben wir denn jetzt hier? 20 Uhr. Kann sein, dass er jetzt auch schon weg ist. Er muss ja auch mal früh raus. Aber Latro sehe ich gerade. Kai, nö. Wahrscheinlich schon im Bettchen. Oder auf dem Weg ins Bett. Ansonsten morgen mal was früher im Teamspeak zu mir weiterleiten lassen. Ja. Und dann gucken wir, dass wir das regeln können. So 17 Uhr oder 18 Uhr. Ja, 18 Uhr. Ja, 17, 18 Uhr am besten, genau. Und die Farm gegen hinten hier vergrößern lassen? Was willst du denn da vergrößern? Ja, die Farm halt. Ich würde gerne noch einen Spawner mehr haben. Und es ist halt echt ungünstig, wenn ich am anderen Spawner Tiere töte und hier die ganze Zeit Tiere spawnen, ne? Wie meinst du jetzt? Du hast doch hier deine Kuh-Spawner und... Wo ja, wo aber willst du wenn ich jetzt noch einen Enderman-Spawner will... Ja. Wo willst du den denn hinmachen? So auf diesem Plot, oder was? Ja. Ah ja, bei Enderman, ne, haben wir eine kleine Regel. Der muss am besten so tief wie möglich. Denn der Grund dafür ist leider, weil die netten Herren, die teleportieren sich nämlich über die Plots, weißt du? Aha. Das ist ein bisschen das Problem dabei, deswegen müssen wir sagen... Und Skelett? Skelett ist kein Problem. Die teleportieren sich ja nicht. Ja, okay. Die Endermans, die teleportieren sich ja hin und her, weißt du ja. Ja. Und die verteilen sich dann über die ganze Plotfeld so. Okay. Ja, deswegen hat Symbionte, glaube ich, war das sein Spawner auch umgebaut. Kannst du mal eben gucken. Genau. Aha. Ja, wie gesagt, also wenn du dann hier die Plots auch noch hast, so, dann kann man hier hinten oder so oder in der Mitte halt hier auch noch so einen anderen Spawner hinbauen, das ist kein Problem. So wichtig halt, dass die Spawner weit genug auseinander sind halt, ne? Okay. Genau. Also, Latro hat ja hier nichts gebaut. Nee. Verschieben kannst du die nicht. Nee, ich weiß ja nicht, warum er das hier gemacht hat, keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. Vor allem ja, hier so ringsrum. Warum, hä? Gehört das hier dazu? Ist das hier Panda Dragon, okay? Vielleicht hat Panda Dragon einen Löschungsantrag gestellt oder so. Wenn das wirklich so ist oder so, dann tun wir deinen Plot halt verschieben. Aber so jetzt aktuell ungern, weil dann ist nachher die ganzen Spawner und so gehen nachher nicht, wenn ich das kopiere, verschiebe, weißt du, wie ich mein? Die muss ich dann alle neu machen. Ich würde hier halt ungern weg, weil da hinten ist direkt mein Plot. Siehst du. Ich deswegen am besten so, wie ich sage, morgen einfach am besten nochmal melden. Okay? Okay. Klar. Dann denk mal, hast du sonst kein Anliegen, oder? Nein. Klar, gut. Dann ist der liebe Steinbauer dran. Und der kann ja gerne im Tüste kommen oder sein Anliegen im Twitch, auf Twitch schreiben, genau. Gut, dann dir noch einen schönen Abend, ja? Mio? Tschüss. Gleichfalls. Tschüss. Ah, ich brauche hier echt einen, der hier für mich den Teamspeak-Support macht, den Leuten Top vorgibt und so. Würd gern SV Cloud CB1 Redstone haben. Bist du das hier? Dieser Sweeted Hilo? Hello? Gucken. GPO Stein 9. Ja, dann bist du das bestimmt, ne? Oder wie heißt du in-game? Müsste ja wissen, wie du in-game heißt. TPO. TP1, ja.
So, dann zeig mir mal, was hast du denn hier Schönes gebaut? Ein riesen Casino wieder, super. Jetzt muss ich dein ganzes Casino überprüfen, wenn ich hier Redstone aktivieren sollte. Das habe ich dir auch schon mal gesagt, letzte Woche auch. Mach das besser im Antrag, weil ich müsste dir jedes einzelne Casino überprüfen. Da bin ich halt ein bisschen länger dran. Ne? User joined your channel. Wo ist der Kollege hier? Hier, genau. Weil hier so die einzelnen Dinger hier kann ich überprüfen, das ist nicht das Problem, aber dann die großen Casinos, die du hier noch dran hast, oder weiß ja nicht, was du hier noch für Casinos gebaut hast, hast nur die, okay. Schalker gibt's hier zu gewinnen. Ich müsste halt von jedem Dings, ja toll, hast du auch noch schön zugebaut, die Gewinnwahrscheinlichkeiten hier halt berechnen und alles und da bin ich dann nachher länger dran an deinem Dings, dann kommt kein anderer mehr dran. Weißt du, das ist ein bisschen doof so. Das nimmt leider zu viel Zeit im Anspruch, dass ich das jetzt mal eben schnell aktivieren kann. 1000 für Kiesschaufler, sieht das schon mal relativ fair aus so. Aber das hatte ich hier letzte Woche schon gesagt, da musst du leider einen Redstone-Antrag im Forum stellen, dass Kai sich das da genauer anguckt, genau. Klar, aber trotzdem. Ist auch nicht so schwierig, also Kai ist da recht flexibel und der wird dir auch recht helfen, denke ich mal, wenn es Probleme gibt. Okay? Dann dir einen schönen Abend. So, Kimi Diego, du bist dran. User joined your channel. Kimi, möchtest du Teamspeak oder lieber mir hier schreiben? Och nein, nicht Florian. Der Florian hier. Hey, für den automatischen Ofen gebaut, okay. User joined your channel. Kimi, wenn du nicht antwortest, muss ich den nächsten User dran nehmen. User joined your channel. User disconnected from your channel. User left your channel. Aber ich glaube, da kommt nichts. Das heißt also, wir suchen den nächsten. Jo, Langbauer, dir einen guten Hunger. Doch, da ist er ja. Lucky Diego war Freund. Okay, du hast User das gleiche Anliegen gehabt, ja? Oder wie soll ich das verstehen, Kimi? Yep, okay. Wie gesagt, mach das am besten zusammen, den Antrag im Forum. Also helf ihm da ein bisschen bei und dann klappt das auch. Gut, dann Staubi, dann hau mal raus. So, zwei, drei Leute nehme ich jetzt noch dran für heute und dann mich hungert's nämlich. Ich habe nämlich heute noch kein Abendbrot gehabt und muss mal langsam was essen. Dann sind wir auch schon über eine Stunde dran und ja, wenn hier AFK, guck mal. Du bist im TS, ja, habe ich schon gesehen, glaube ich. Genau, Staubi, da ist er. Dann haben wir raus, Staubi. Wäre es vielleicht okay, wenn man mir eine Zuckerrohrfarm auf mein zweites Plot kopiert? Wenn du das bezahlst. Ja. Einen Moment. Was ist denn das, ein einzelnes Plot, ne? Ja, müsste was, eigentlich. Was ist mit dieser kleinen Farm hier oben? Ist das egal, wenn das weg ist? Ja, ne? Ja, das ist egal. Dann machen wir doch fix. Hier im 1, Axt. So, toll, jetzt bin ich gerade hier hinter den Barrieren. Davon biegen. Ich werde gestalkt hier. Unmöglich. So, wo aber ausrichten. Ach so, oh Moment, warte mal. Bist du gerade bei meinem ersten Tod? Ich merke das. Nee, nee. Ich war, hab mich zu dir teleportiert gehabt. Okay. Aus Richtung East. Ich hab das gerade erst im Stream gesehen, das ist ein bisschen versetzt, deswegen. Weil auf meinem zweiten Plot sind obendrauf auch zwei Farmen, deswegen. Ja, die kannst du ja wegmachen dann, ne? Auf das Plot hier soll das drauf. Ja, mit dem Redstone-Rand. Ja.
Ja, dann machen wir das hier drauf eben. Ah, haben wir schon ausgeholt. Was ist in der Truhe da hinten? Nix. Okay. Ist passt. Genau, sollte ja passen, ne? Ja, perfekt. Und an wen muss ich jetzt das Geld zahlen? An mir. Okay. Das sind wie viel? 150? 250. 250? Ja. Moment. Gut, die ganzen Items musst du ja auch bezahlt haben, ne, so? Ja, ja, passt schon. Ja, wo war Eingang hier, glaube ich, hier. So. Passt das so? Ich glaube, das müsste. Genau, passt. Gut, gut. Perfekt, vielen Dank. Dann, dank dir. Tschüss, tschüss. Oh. So, nimm ich noch deine Top-Power weg hier. Nach vom Wiegen war schon. Nightwing auch schon. Ich bin der DMD. LDML, genau. Du bist dran. Nach vom Wiegen, du warst doch eben schon mal. Du warst schon eben dran gewesen, deswegen. Deswegen habe ich dich übersprungen, so, weißt du? Weil ich hab's, krieg's leider nicht hin, hier das über den Nightbot zu machen, so. Da muss ich immer noch eine Lösung suchen, so. Ansonsten dann nächste Woche halt. Weil ich habe ja gesagt, ich wollte heute eh nur noch zwei, drei Leute dran nehmen und dann mal Abendbrot essen, weil ich habe nämlich Hunger. User joined your channel. Dann wünsche ich mir Plotfly. Plotfly kann ich so leider nicht vergeben, weil dann würden sich die Supreme-Spieler halt aufregen, weil die haben ja für User den Rang bezahlt, weißt du, wie ich meine? Das geht leider so nicht. Tut mir leid. Okay. Kann man das kaufen? Ja, du kannst dir den Rang kaufen, aber ob dir der Supreme-Rang dir das wert ist, das dann nur wegen Plotfly zu kaufen, weiß ich nicht, musst du wissen halt, ne? Deswegen, ja, ob wir irgendwann mal eine Lösung finden, dass Plotfly auch geht, wenn man das als Kisten-Item reintut oder so, dann können wir darüber reden, aber so aktuell geht das nicht. Okay? Also aktuell nicht mit Ingame richtig. Das geht leider aktuell nicht. Egal. Ja, kriegst du auch so hin. Guck mal, die ganzen anderen Spieler kriegen das ja auch hin. So, Marcy und MC war schon dran, Moritz, du auch schon. Auch schon, logisch Leo, komm. Vorletzter, danach nehme ich noch einen dran und dann reicht das Ding eben auch für heute. Was gibt's zu essen? Weiß ich noch nicht. Das, was meine Frau kocht. Der war gut. Nee, ich guck gleich mal. Heute gibt's irgendwie kalte Küche, glaube ich nur. So, wo haben wir dich? Logisch Leo. TPO logisch. Ja, das war falsch. Logisch Leo. Du da. Hab eine Frage. Kannst du mir ein, zwei Farben auf meinem PH hinbauen? Muss mal erstmal gucken, ob du platt bist. Ja, das machst du besser vorher. Weil so, guck mal. Ich brauche ja schon die gesamte Plotthöhe, wenn ich die Farm da reinbauen will. Du hast da. Ja, was ist denn das für ein Plot hier wieder? Am besten ist immer, wenn du hast diese Farm auf einen extra Plot baust, so, weißt du? Dann kannst du auch ganz sicher sein, dass das auch funktioniert und so. Weil sonst machst du hier das Block kaputt oder wo soll's hin halt? Hier drauf. User joined your channel. Ja, hier. User left your channel. Schwierig, also da passt ja nicht mehr viel drauf. Du hast das Ding ja schon fast gut gebaut, so. Voll gebaut, so. Also da musst du entweder erstmal sparen, dir einen Plot kaufen. Oder halt anders überlegen. Langbauer, der ist gut, Mann.
So. Leo, wolltest du noch was warten hier? Logisch, Leo? Oder was machen wir jetzt? Kannst du mir noch einmal Wasser fixen? Wo denn? Wasser ist das, ist doch gut. Oder welches Plot meinst du? Weil ich hatte das letztens auch gefixt, wo ich hier war. Die ganzen Wasserströme und so gefixt. Das ist alles gut. Sieht doch gut aus. Also, würde ich sagen, nehmen wir den nächsten und letzten für heute dran, wa? So, Timbo, du bist dran. Komm mal zu mir, ich komme jetzt nochmal eben kurz zu dir. Da. Hast du noch mehr davon? Ja. So, das war's schon. Alles klar. Gut, Timbo. Kannst du dich zu mir tippen? Kann ich. TPO Timbo. Auf CB2. TPO Timbo. So. Und wo treibst du dich rum da rum? Dann hau mal raus. Dein Dinos hier. User left your channel. Entity Cap erhöhen. Casino und Job. Kann auch im GM3 gucken. Was hast du denn hier? Wo ist dein Job hier von? Ah, hier ist ein paar Item Frames, okay. Boah, ist ja nur Casino. Ist das nicht auch ein Job gewesen? Du hast auch einen Job hier hingebaut, oder nicht? Meine ich zumindest. Gott, was hast du denn da unten hingebaut, ey? Ah, hier hast du deinen Job, okay. Ganz unten im Keller, ja, auch nicht schlecht. So, das erklärt doch dann hier oben auch die Anzeige. Weswegen du so viele Entities hattest, so, okay, aber bis jetzt. Guck mal, hast du ja alle so weit wie möglich geht umgebaut mit Items oder Blöcken halt, ne? Naja. Ja. Das hast du aktuell? 50. Würde ich sagen, erhöhen wir auf 150. Aber da musst du aber auch bitte auf deine Entities zählen, auch hier deine einzelnen Entities hier, die du hier hast, ne, im Shop. Oder hier auch die Rüstungsständer, muss man alles zusammenzählen, okay? Das Cap 150, genau. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir auch schon durch für heute. Die nicht dran gekommen sind, tut mir leid, aber der Hunger ist leider heute so groß. Und ja, machen wir auf jeden Fall nächste Woche. Also nicht vergessen und früh genug dabei sein. Und ich hoffe, dass ich das nächste Mal mit dem anderen Bot richtig hinkriege. So, jetzt suchen wir uns noch einen netten Kandidaten raus, den wir raiden. Habt ihr da irgendwie einen Vorschlag oder so? Wie wir da raiden könnten zusammen? Guck mal gerade, wen haben wir denn hier online? So, it's Harry. Wo spielt er denn? Ja, leider falscher Server, das ist doof. User left your channel. Gucken, wen könnten wir denn raiden? Sollen wir nochmal Bombe Lunda raiden so? Was spielt er denn aktuell? Dead of Night kenne ich nicht, okay. Ja, Lukas, das wäre jetzt deine Möglichkeit gewesen, ne? Wärst du online gewesen, hätten wir dich ja raiden können so. Wurmleiche meinst du? Ach, macht denn Cyberpunk spielt er? Habt ihr Bock auf Cyberpunk? Kennt einer das Spiel? Gut, dann tun wir heute nochmal Wurmleiche raiden. Ich hoffe, er raidet mich auch mal irgendwann mal zurück, aber bis jetzt hat er das noch nicht gemacht. So. Dann wünsche ich ihm mal alle einen schönen guten Abend so von mir. Dann bis spätestens Samstag oder so zwischendurch, wenn ich mal streame und was anderes zocke.
Wie viele Leute machen mit? 22 haben Bock darauf. Genau, danke Kracher. Guten Hunger werde ich gleich haben. Gut, dann raiden wir mit 22. Wenn es dem sein soll, dann schönen Abend. So. Musik aus, dann hören wir mal kurz rein. Beim Wurmleiche. Was er sagt dazu, zu dem Raid. Oh, herzlichen Dank, Thunder. Oh mein Gott. Aber abwarten, Monster. Oh, herzlichen Dank, Thunder. Ich brauche unbedingt meine Raidcam, ohne Mist. Für den Raid. Oh mein Gott, herzlichen Dank, Dankeschön. Wie geht's, wie steht's, was wurde heute gespielt bei dir? Danke dir, Dankeschön, herzlichen Dank, danke. Denn diese Biene, ich meine, die heißt Thunder. Oh, servus, logischer Leo. Servus, grüß dich. Genau, logisch Leo, da bist du ja Mod gewesen, oder nicht? Jetzt bist du nur noch VIP, was ist denn da los? Oh, Minecraft, ah, Minecraft. Ah, Montag ist immer Minecraft bei dir. Ah, gut, gut. Gut, dann, das reicht auch schon dafür. Guck ich mir gleich mal an, was er so spielt. Dann euch einen schönen Abend. Tschüss, tschüss.